So, willkommen zurück. Immer noch bei Robin im Sherwood Forest. Und ja, wie wir gesehen haben, wurde letztens Toms liebe Helen niedergestreckt oder niedergeschossen. Und jetzt bedarf es der Hilfe des mächtigen Merlins, um sie zu erwecken oder sie wiederzubeleben, wie auch immer. Und das probieren wir jetzt einfach mal, nicht wahr? Ja, aber haarscharf. So, also ich, genau, ich wieder, soll ich wieder jetzt die anderen lesen? Du kannst jetzt Merlin sein, ja. Okay. Oh, der junge Tom, war ich mein Handschuh von Nutzen, was? Oh, Merlin, meine Freundin ist verletzt und bedarf eurer mächtigen Magie. Würde ich doch mal sagen. Also muss man Bart erstmal streicheln. Um welche Art Verletzung handelt es sich? Um Verletzgefühle. Sitte und Anstand, nein, tu's nicht. Oh. Um eine Schussverletzung durch einen Pfeil natürlich. Wann wurde sie getroffen? Na, vor einigen Minuten erst. Jahren, ja. Ist sie Mitglied einer Krankenkasse oder privat versichert? Ja, jetzt möchtest du haben. Eins, Fragezeichen, zwei oder eins, drei? Eins, zwei oder drei. Ihr müsst euch entscheiden. Oh, ich kann dich nicht entscheiden. Drei. Verzeihung, war nur ein alter Heilerscherz. Oh, oh, oh. Wie ist ihr jetziger Zustand? Sie ist bewusstlos. Achso. Hochschwanger wüsste ich, aber nicht von mir dann. Von ihm auch nicht, Dani. Von dir, genau. Tja, die Heilung wird kompliziert, .. In einem Adventure wie diesem reicht ein Notverband einfach nicht aus. Ja. Und wie kann sie geheilt werden? Ja, das ist ganz kompliziert. Und zwar muss ich einen Zaubertrank zubereiten. Dazu brauche ich verschiedenste Zutaten. Ich höre... Kannst du das nehmen, bitte? Oh, das ist so... Du bist ja fies. Die nervt sowieso. Sag mal, du, also wenn das deine Freundin sieht, die wird sich ja mal freuen, wie du mit Frauen umgehst hier. Das ist ja nicht ernst gemeint. Ja, ja, das sagen sie alle. Oh bitte, also nein. Nein, wirklich nicht. Achso, ich brauche als Zutat etwas, ein Teil der Schale von einem Drachenei und eine große Tomate. Eine große Tomate? Silber, ein Drachenei, alles? Oh Gott. Ja, was möchtest du denn haben? Eine große Tomate. Wir sind in einem Sollen wir den Don in den Pott schmeißen? Ja, das hoffe ich doch. Allerdings eine richtige Jumbo-Tomate, damit der Trank an Geschmack gewinnt. Also, eine Tomate und die anderen Zutaten. Und das wär's dann? Ein Silber und ein Drachenei, oder wie? Jo, Junge, jo. Okay. Und dann muss der Trank noch mit dem magischen Schwert aus dem Stein umgerührt werden. Ja, ganz toll. Was für ein Schwert? Das daneben, die bist du blind, Junge. Mensch, in meiner Höhle hier. Was ist denn damit? Du stehst genau davor, du Blindbirne. Ich bin keine Blindbirne, du, hör mal. Das schon seit Tausenden und Tausenden von Jahren und Tausenden von Jahren in diesem Stein versiegelt ist. So alt ist das Spiel jetzt hier aber auch wieder nicht, oder etwa doch? Ja, auch schon. Das ist fast ja gut, ey. Ja, und das kann nur von einem König gezogen werden, heißt es. Und wo soll ich denn bitte jetzt einen König auftreiben? Das ist wirklich guter Rat, teuer. Ja? Ja, das... Oh Gott, das könnte ein kleines Problem werden. Also, wenn das jetzt ein kleines Problem ist, dann möchte ich kein großes erleben. Ja, guck mal, Junge, die Schrift sieht genauso farblich aus wie meine Klamotten. Ja, schick. Da hast du überhaupt ein schickes Outfit an. Ja, bist bloß eine. Nun hadere nicht länger mit dem Schicksal. Eine große Aufgabe erwartet dich. Groß. Eine kleine Aufgabe wäre mir aber lieber. Oh, okay, was soll's. Ja. So. Okay, also was brauchten wir? Florian Silbereisen, Silber, ein Drachenei. Und eine Tomate. Haben wir schon was? Nee, ne? Ja, nee, wir haben noch gar nichts davon. Müssen wir bestimmt die anderen Zeitzonen, ne? Würde ich doch sagen. Also Drachenei, denke ich mal, findet man in der Urzeit, ne? Ja. Und Silber? Wie erzählt man das jetzt hier? Ach, erzählt man sich selbst, wa? Ja. Merlin verlangt Unmögliches. Helen liegt im Koma. Tomato läuft immer noch frei rum. Was soll ich tun? Soll ich dein Gewissen jetzt spielen? Ja. Nur keine Panik, Tom. Ich lass mir das einfallen.
Halt, wer war das? Wer spricht zu mir? Ich bin es, Tom. Dein Gewissen. Mein Gewissen? Ich habe ein Gewissen? Allerdings, aber nur ein schlechtes. Und ich muss mich jetzt einfach mal zu Wort melden. Wieso? Was habe ich denn falsch gemacht? Oh, mein Gewissen. Also, ne? Du bist rotzfrech und unverschämt. Also hör mal. Das geht noch weiter. Du bist vorlaut und eingebildet. Oh, bist du gemein zu mir. Moment mal, Moment. Außerdem, ne? Bist du unerträglich schlagfertig. Ist doch gut. Und penetrant, cool. Das finde ich doch klasse. Das ist doch mal was Nettes. Genau. Soll das etwa heißen, mein Gewissen mag mich nicht? Nein, das soll heißen, dass du dich ändern musst. Mich ändern? Wozu das denn? Ich bin ein Mann, ich heiße Tom. Du bist ein Kind, Tom. Ja, ab jetzt solltest du lieber penetrant, schlagfertig und dafür unerträglich cool sein. Ja, das ist doch mal ein Wort. Na gut. Mache ich. Ich werde mir auf jeden Fall mal die größte Mühe geben. Tja, das weiß ich besser als du glaubst. Ich finde, mein Gewissen hat das gewisse Etwas. Oh, danke schön. Das war jetzt auch Adventure unnötig in die Länge ziehen, ne? Das war ein dummer Dialog. Aber total. So. Na gut. Wo ist denn unsere Bimmelbahn? Eigentlich. Ich bin schon wieder zu Hause. Oh. Ich musste bloß die Schienen lang gehen, habe ich auch erst gerade gecheckt. Mhm. So, Uhrzeit meinst du? Weiche. Ja, Wilder Westen, das sieht doch gut aus. Das gibt's dann vielleicht. Das brauchen wir nochmal, Das gibt dann auch noch die Uhrzeit, habe ich gesehen. Ja. Also die drei gibt's, glaube ich. Silber, Eisen und was noch? Und Tomate. Uhrzeit, Weiche und Sherwood. Nee, ich meine, was es nochmal an Zutaten gab. Ach so. Eisen. Silber, Drachenei und Tomate. Silber gibt's vielleicht im Westen, ja. Silber gibt's vielleicht im Wilden Westen. Obwohl eigentlich Gold logischer wäre, egal. Fahren wir in Wilden Westen oder in Uhrzeit? Wir fahren in Wilden Westen. Okay. Finde ich. Gut. Ah, jetzt lass ich drauf. Habe ich, glaube ich, eingestellt. Das. Ja, hast du. Gut. Und wenn nicht, kommen wir halt nochmal zurück. Ist ja egal. Jo. Boah, jetzt kommt wieder diese absolut tolle Animation ohne Sound und ohne Musik. Aber sowas von hier. Ich bin ja baff und begeistert und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Was macht der denn da? Das ist der Wilde Westen? Hallo, neue auf dem Dampfer, was? Was sind wir denn hier gelandet? Wo bin ich denn hier? Auf dem Mississippi-Dumper vielleicht. Hä? Ah, ein Greenhorn. Du befindest dich auf dem... Oh, siehst du? Tatsächlich. Du befindest dich auf dem Mississippi-Dumper No Name. Schreib mal Mississippi, nicht mit 2P. Weißt du, dieser Programmteil wurde ziemlich nachlässig programmiert. Bei uns heißt der Fluss eben Mississippi. Die Tester hatten offensichtlich auch keine Ahnung. Alle hatten keine Ahnung, aber die Tester erst recht nicht. Die hätten es nämlich sehen müssen. Ja. Sind immer schuld. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, in dem solche Fehler dann nicht mehr auftauchen. Oh, hoffentlich nicht. Vielleicht könntest du mir mal erklären, wohin die No-Name führt. Fährt. Jo, kann ich. Keine Ahnung. Die No-Name hat doch niemals angelegt. Und wie kommt das? Also, ne, die Programmumgebung hat noch nie gestimmt. Hä? Die beiden? Was? Also, die Bedingung zum Anlegen lautet, if Maschine gleich kaputt, dann fahrt gleich ober. Kapisch? Allerdings, aber ich hätte noch eine andere Frage. Oh mein Gott. Oh, mach aber hurtig, das Deck will geschrubbt werden. Wer bist denn du eigentlich? Ich bin der Kombüsenjunge. Und wie heißt du? Eine wirklich peinliche Sache. HB Pumpernickel. Finde ich schön. Nee, geil, was Südwort bestimmt. Schön wär's, weil der Dampfer recht schlampig programmiert wurde, bin ich nur der Kombüsenjunge. Doch besser als der Chuck, ne? Oder der ewig betrunkene Pop. Oder das ist ein ziemlich blöder Name. Der Chuck ist ein cooler Name. Ja, der Chuck ist klasse, ja. Ja, was für Personal kann man auf einem Schiff namens No Name schon erwarten? Ja, das weiß ich auch nicht. Gibt es denn hier wenigstens irgendwo etwas Silber, eine große Tomate, ein Drachenei, irgendwie einen Lotteriegewinn? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht in der Vorratskammer? Vielleicht an Land? Okay, wie komme ich an Land? Das Schiff legt erst dann an, wenn es einen Maschinenschaden gibt. Und wie oft ist das schon passiert? Noch nie. Never. Lass mich nachdenken. Nein, das dauert mir zu lange. Ich will lieber in die Vorratskammer. Erstmal. Den Schlüssel dafür besitze ich. Und würdest du sie mir dann bitte aufschließen?
Nö, aber ich vertraue dir nämlich nicht. Aber da gibt es doch euer Viehzeug da drin, oder nicht? Die Ratten sind normal da drin. Viehzeug? Was für ein Viehzeug? Eine fiese, fette Ratte. Ratten, Ike, du alle Ratten in der Vorratskammer? Ja, zumindest eine, aber die ist wirklich besonders widerlich. Die fressen mir alle Vorräte weg. Die fressen einfach alles, ja. Und ich bin für die Vorratskammer verantwortlich. Viel Spaß beim Kiel holen. Ich wäre so gemein. Ich muss sofort die Fahrradskammer überprüfen. Ja, dann mach das doch einfach mal. Haha. Haben wir gesagt. Sag mal, wo sind wir denn hier gelandet eigentlich? So, was macht denn hier? Guck da mal rein. Jetzt hat er die Tür aufgemacht. Können wir da jetzt reingehen? Oh, eine Signalleine. Aha. Du hast keine Erlaubnis. Ah, hier ist der Maschinenraum. Oh, weißt du was? Upsala. Was denn? Weißt du was? Ich fürchte, hast du aus dem Kerkerraum diese Maus mitgenommen, nee, in Sherwood? Vielleicht zurückgehen nochmal? Ich fürchte, wir müssen nochmal zurück und die holen. Ich hab doch gesagt, was das da für eine Maus. Ich hab dir versucht zu nehmen, er wollte ihn nicht. Vielleicht hätte ich ihn in den Käfig stecken sollen. Oder mit der Schlange, weiß ich nicht. Ja, lass uns das nochmal versuchen, nicht in die Uhrzeit. Nee, oh, kein Ziel, nee. Scheiße, so. Hoffentlich kommen wir da jetzt noch rein. Ja, denke ich schon. Das Schloss ist ja jetzt frei, denke ich mal. Na, hoffentlich ist es auch immer noch frei. Boah, diese tolle Animation, mein Gott. Das kann ich auch leider nicht abbrechen. Habe ich gerade probiert. Nein! Nein! Oh Gott. Hallo? Was jetzt? Ich weiß nicht. Oh. Ich will nicht abbrechen, nein. Oh. Hilfe! Hilfe! Nein, ich will nicht abbrechen. Was machen wir denn nun? Wir müssen wohl einen kleinen Break machen, wa? Ja, ich fürchte auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Ratte haben. Ja, bis dann. Bleibt dran.